Ich grüße euch, meine lieben Freunde der Gesundheit, heute zu einer neuen Folge Ganzheitliche Transformation mit Marlon Fan. Ich hoffe, dir geht's heute gut. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und dass so viele Menschen meinen Kanal abonniert haben. Das freut mich wirklich sehr. Ich möchte möglichst viele Menschen mit dieser Botschaft erreichen. Deshalb empfehle gerne meine Videos weiter, gib einen Daumen hoch. Guck das Video bis zum Ende und empfehle es weiter. So wächst mein Kanal. Ich bin unheimlich dankbar, wenn dieser Kanal wächst und da auch Wertschätzung von meiner Arbeit rüberkommt. Von eurer Seite aus. Also ich bin sehr dankbar über die ganzen Danksagungen, über die Fragen. Also ich bin sehr, sehr gern für euch da. Biete gern meine Services natürlich kostenfrei an, aber auch natürlich gewisse Pakete, die ich auch auf meiner Website dann haben werde. Die Parasitenkur ganz professionalisiert, einen systemischen, ganzheitlichen Coaching. Ich habe wirklich von den Besten gelernt. Und heute wird es nämlich um das Thema, was von einigen von euch gefragt wurde, und zwar um das Thema Wasser gehen. Das Thema Wasser ist so essentiell, denn unser Körper besteht zu 80 bis 98% aus Wasser. Und dieses Wasser ist quasi viel, viel mehr als nur H2O, sondern es hat viele biophysikalische Eigenschaften, die entscheiden, ob das Wasser für unseren Organismus wohltuend oder eher nicht so wohltuend ist. Und da möchte ich einfach Aufklärung schaffen. Ich habe gemerkt, dass die meisten Menschen einfach sehr, sehr mangelnde Bildung zum Thema Wasser haben, inklusive mir selbst. Dann habe ich mich mehrere Monate damit befasst, auch aus eigenen gesundheitlichen Gründen, weil ich wusste, dass wir Pestizide, dass wir Glyphosat, dass wir Medikamentenrückstände, dass wir Hormone, dass wir Plastik, dass wir zig andere Giftstoffe im Wasser haben und dass wir das jeden Tag zu uns nehmen, dass es ganz sicherlich nicht zuträglich ist für unsere Gesundheit. Zudem, neben dem Faktor der Reinheit, kommt, dass die Clustergröße, das heißt die Molekularstruktur der Wassermoleküle, großklastrig ist, also zu groß ist, sodass diese kleinen Moleküle gar nicht in die semipermeable Membran unserer Zellen eindringen können und das Zellinnere hydrieren. Und ein gutes Wasser sollte unser Zellinnenraum hydrieren, deshalb muss er eine kleine Clusterstruktur haben. Dann sollte das Wasser energetisiert sein und eine, wie gesagt, eine Struktur haben, eine gute Zellgängigkeit und eine Transport- und Lösungsfähigkeit. Und ich habe mich deshalb mit mehreren Wassersystemen beschäftigt. Es gibt ja die Umkehrosmose, dann gibt es das Destillieren von Wasser und dann gibt es nochmal ein Aktivwassersystem im Ionisierungsprinzip. Mit diesen drei Systemen, ich will euch jetzt nicht zu sehr verwirren, habe ich mich beschäftigt und habe mehrere Wasser auch selber an mir ausprobiert. Wichtig ist zu verstehen, dass es unterschiedliche Konzepte sind. Das eine ist nicht unbedingt besser und das andere schlechter. Das sind einfach andere Systeme. Und sobald euch jemand, der im Wasserbusiness ist und euch etwas verkaufen will, sagt, mein System ist besser und das ist scheiße, weil das und das, könnt ihr direkt merken, das sind nur Verkäufer, die ihre Geschäfte, die klug gelernt haben zu argumentieren und zu verkaufen, die den Laien, weil sie wissen, der Laie, ja, hat keine Ahnung, kann man dem ja alles erzählen. Basisches Wasser verdünnt die Magensäure, basisches Wasser ist schlecht, entgiftet den Körper nicht, ist nicht transport- und lösungsfähig, weil es Mineral enthält. Das sind alles Halbwahrheiten, die leider von einem gewissen Wassersystem, das ich jetzt hier nicht nennen werde, in die Welt gestreut werden, um gegen ein anderes schlecht zu reden. Für mich kommt es sehr unsympathisch rüber, weil wenn man ein gutes System hat, hat man es nicht nötig, auf einen anderen Kollegen, der ja dieselbe Mission hat, zu hetzen. Wir haben alle dieselbe Mission. Ich persönlich habe mich entschieden, im Wassergeschäft einzusteigen. Ich habe mich selber für Aquion entschieden, für das Aktivwasser. Und das erzähle ich euch jetzt in diesem Video, warum ich das gemacht habe. Und dafür werde ich euch jetzt ein paar Studien vorstellen und etwas vorlesen aus diesem White Paper. Und zwar, wichtig ist auch nochmal zu sagen, ich möchte in diesem Video niemanden überzeugen, niemanden irgendwas verkaufen. Ich will nur sagen, was mir persönlich geholfen hat, was mir gut getan hat und was ich auf diesem Weg erlebt habe. Damit ich vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Arbeit abnehmen kann bei dieser ganzen Recherche. Und da blickt man ja irgendwie nicht durch. Ich habe da wirklich sehr viel Energie für verbraten, habe aber auch dadurch sehr viel gelernt. Also, wie gefährlich ist basisches Aktivwasser? Zusammenfassung. Basisches Aktivwasser ist seit einigen Jahren als besonderes
Trinkwasser bekannt. Wie meist bei neuen oder an noch wenig bekannten Produkten sind auf unterschiedlichen Plattformen kontroverse und oft irreführende Statements zu lesen. Einige Aspekte sind schnell entlarvt, weil Autor oder Herausgeber Produkte oder Wettbewerbsprodukte vertreiben, andere Aspekte wollen sorgsam überprüft werden. Das vorliegende White Paper setzt sich kritisch mit dem Thema auseinander und unterzieht die wesentlichen Aspekte einem gründlichen Faktencheck. Also, was ist basisches Aktivwasser, damit ihr es wisst? Die elektrophysikalischen Eigenschaften von basischem Aktivwasser orientieren sich an der Wirkung spezifischer Wässer aus natürlichen Quellen, wie zum Beispiel den des Schieferstollens in Nordenau im Sauerland. Der führende Forscher auf dem Gebiet, Professor Sanataka Shirihata, bezeichnet das genannte Quellwasser als Reduced Water. Elektrophysikalisch aktiviertes basisches Aktivwasser nennt er Electrolyzed Reduced Water. Elektrophysikalisch aktiviertes basisches Aktivwasser nennt er Electrolyzed Reduced Water. Genau. Hier wird deutlich, wie das Wasser entsteht. Ein Gefäß wird mittels einer sehr feinporigen Membran, auch Ionenmembran genannt, in zwei Hälften geteilt. Füllt man nun mineralhaltiges Wasser hinein und legt über Elektroden in jeder Hälfte einer Gleichspannung an, dann kommt es zu zwei grundsätzlichen Vorgängen. Auf der Seite des Gefäßes mit der Kathode Minuspol steigt die Konzentration positiver Ionen, beispielsweise Natrium, Calcium, Magnesium, Kalium und so weiter. Auf der Anodenseite, Pluspol, konzentrieren sich negative Ionen, zum Beispiel Chlor, Phosphor, Schwefel und so weiter. Als zweites werden die Wassermoleküle teilweise getrennt. Aus H2O-Molekülen Wasser werden negative OH-Ionen Hydroxid und positive Ionen Wasserstoff. In der Gefäßseite mit der etwas höheren Konzentration von Calcium und so weiter finden sich mehr OH-Teilchen, das macht die Lösung basisch. Auf der anderen Seite sind mehr H-Teilchen. Die Lösung wird als Trinkwasser genutzt. Technologisch gibt es unterschiedliche Ausführungen. Recht populär sind Durchflussgeräte mit integriertem Filter. Setzt man dem fließenden Wasser eine Kochsalzlösung zu, können stark basische oder stark saure Lösungen hergestellt werden. Solche Lösungen werden in der alternativen Medizin, der Industrie, der Landwirtschaft, in verschiedenen Bereichen zu unterschiedlichen Zwecken genutzt. So, erstmal so viel dazu. Ich kann euch nochmal ganz kurz aus diesem Buch hier was vorlesen. Das kann ich auch nur sehr, sehr stark empfehlen. Das Wasser des Lebens von Ingomar W. Schells. Ionisiertes Wasser, Trennung von Säuren und Basen. Also vier wichtige neue Wirkprinzipien sind da nochmal zusammengefasst. Die mögliche Veränderung des pH-Wertes, das große Oxidationsreduktionspotenzial, ORP, eine hochenergetische Molekularstruktur, die Entstehung von aktivem Wasserstoff als extrem effektiver Blocker der gefährlichen radikale Sauerstoffmoleküle. Weil, wie ihr wisst, gibt es in der heutigen Umwelt einen großen große Stressoren, die auf uns einwirken, Strahlung, Gifte und so weiter, Schlafmangel, Arbeit, Arbeitsplatz, emotionale Faktoren, Stress, das wirkt alles auf uns ein und wirkt sich da so auf den Körper aus, dass wir ein erhöhtes Aufkommen an freien Radikalen in unserem System haben. Diese freien Radikale sind aggressive Moleküle, welche Elektronen im Körper suchen und diese Elektronen nehmen sie dann von gesunden Körperzellen weg. Und außerdem das Thema mit den Säuren zusätzlich noch. Wenn wir stark übersäuert sind durch unsere Lebensweise, durch Stress, durch Cortisol, durch unsere Nahrung, wenn wir ein erhöhtes Aufkommen an Säuren puffern müssen, wird irgendwann das Mineraldepot aus den Haaren, aus der Haut und so weiter dafür benutzt, wenn wir nicht genügend Basizität im Körper haben. Also Basizität und Antioxidantien beinhaltet dieses Wassersystem. Deshalb finde ich es einfach so genial, weil es einfach an die natürlichen Bedürfnisse unserer heutigen Zeit angepasst ist. Und man spürt es. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe dieses Video jetzt eben eine halbe Stunde aufgenommen, habe aber vergessen, auf den Knopf zu drücken und war dann völlig fertig, habe einen Schluck vom Wasser getrunken, bin jetzt wieder voller Power und das erzähle ich euch nicht einfach so, das ist wirklich so, das ist der Wahnsinn, das müsst ihr einfach am eigenen Körper erleben. Ich möchte dazu eine Wasserreihe drehen, das ganz nochmal schön für euch dokumentieren, dass ihr da auch schöne Bilder habt, eine kleine Video-Doku zum Thema Wasser, falls ihr Bock drauf habt, mache ich gerne, wenn da ein Daumen hoch ist, wenn das Video geteilt wird, mache ich da gerne eine Wasserreihe zu. Und jetzt zum Schluss wollte ich nochmal was sagen.
Ich möchte auch gar nicht gegen die anderen Wassersysteme gehen, überhaupt nicht. Ich habe einfach was Gutes für mich gefunden, das möchte ich gern ehrlich gemeint weitergeben. Das Gerät ist einfach sehr, sehr einfach, sehr, sehr klein. Ich kann euch gerne auch mal ein Bild einblenden dazu. Es gibt mittlerweile Frequenzmodule, die das Wasser frequenztechnisch aufwerten mit verschiedenen, es nennt sich Lichtmodul, also nochmal mehr Biophotonen ins Wasser bringen. Man kann das nochmal energetisch damit aufwerten. Es geht durch 3 Energetisierungsstufen, durch 7 Vorfiltersysteme des Aquion-Wasser. Der Filter muss alles halbe Jahr nur einmal ausgetauscht werden. Es sind keine teuren Wartungskosten bei dem Gerät. Was kann ich dazu noch sagen? Es ist einfach, es sind 7 verschiedene Wässer machbar, also basisches, saures und so weiter, der Basizitätwert. Das heißt, das Redoxpotenzial im Wasser ist verstellbar. Es ist definitiv auch zellgängig und es ist lösungsfähig und dass die Minerale als Ionen im Wasser gelöst sind, verhindert definitiv nicht die Zellgängigkeit. Das ist auch ein Argument, das einfach dasteht, um ein anderes System schlecht zu machen. Wenn Kritiker jetzt sagen, hey, das stimmt doch, dann zeig mir doch bitte die Studie, die das beweist. Wir haben zu dem Aquion-Filter mehrere Studien. Es gibt eine große Studienlage zu den Filteranalysen und so weiter und zum basischen Aktivwasser immer wieder neuere Forschung. Dieses White Paper kann ich auch gerne für euch zur Verfügung stellen als PDF, auf meiner Website verlinken und so weiter. Das soll nur eine kleine Inspiration sein. Wichtig ist mir, meine Intention immer klar zu machen. Mir geht es darum, möglichst vielen Menschen über Wasser aufzuklären, denn wir bestehen aus Wasser, wir trinken jeden Tag Wasser und wir geben Geld für Wasser aus, was absolut nicht den Ansprüchen genügt, was wir brauchen für unsere Gesundheit. Das werde ich euch nochmal mehr und mehr darlegen. Ich hoffe, das ist den einen oder anderen schon klar geworden. Demnach kann man mit so einem hochwertigen Wasserfiltersystem auf lange Zeit sogar sehr viel Geld sparen, sehr viel Gesundheitskosten sparen, indirekt Geld sparen natürlich damit auch und hat einfach eine Bereicherung für sein Leben, ist autark, klar ist man abhängig von Strom, das ist halt so eine Sache, aber ich meine, wir können uns in die Unabhängigkeit in gewissen Systemen bewegen, aber eine komplette Unabhängigkeit ist derzeit nicht möglich. Das ist für mich persönlich und denke ich auch für viele andere eine sehr, sehr gute Lösung. Die Firma bietet einem die Möglichkeit, das Gerät 14 Tage kostenfrei bei sich zu Hause zu testen. Das ist der absolute Hammer. Das gibt's fast nirgends. Falls Interesse besteht, schreib mich gerne auf meiner E-Mail an und da können wir gerne einen Termin dafür ausmachen. Wie gesagt, es geht hier nicht um einen schnellen Verkauf, sondern es geht um ehrliche, gemeinte Weiterempfehlungen. Es geht darum, Erfahrungen zu machen und es geht darum, in erster Linie auch um Bildung und um Weiterbildung. Und das möchte ich dir weitergeben. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und lass dem Video doch einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, schick es weiter, falls es dir hilft und trink immer fleißig Wasser, denn es tut einfach gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann bis zum nächsten Mal und bleib fit, bleib gesund und mach's gut. Ciao.